sitze hier mit Gerhard Wasem. Gerhard, danke schön, dass du dir Zeit nimmst. Gerhard Wasem ist Gründer und CEO von MiceRate. Und Gerhard, du warst gerade eben auf der MiceStage und du hast gesprochen über Mice-Distribution und Automated Booking und Yield Management im Mice-Segment, viel diskutiert. Genau. Der Titel ist aufregend, du sagst gestern noch Hürdenlauf, würden wir alle zustimmen. Heute ein Problemlöser, da wollen wir natürlich wissen, wie würdest du die Kernaussagen zusammenfassen? Die Kernaussagen zusammenzufassen ist, glaube ich, damit anzufangen, dass es auf jeden Fall auf die Datenbasis ankommt. Das heißt, wenn man sich mit Yield Management beschäftigen möchte, sollte man jetzt anfangen, Daten zu sammeln. Und am besten hat man es schon getan, wenn man sich nur darüber Gedanken macht, das irgendwann zu tun, jetzt anfangen und alle Anfragen ins PMS einzuspeisen. Also auch die Anfragen, die reinkommen, nachdem ich eigentlich schon ausgebucht war. Wir kennen sie, die UNC-Anfragen, Unable to Confirm. Auch die zu machen, weil jedes Yield-Management-System stützt sich nun mal auf Daten und deswegen sind die einfach Gold, nachträglich, die zu erfassen, super schwer. Als zweites würde ich sagen, dass Buchungsautomatisierung das zentrale Element von Yield-Management ist, weil wenn man so viele Regeln definiert, die man machen möchte, Preismanagement-Mechanismen, die man umsetzen möchte, muss der Prozess automatisiert werden, dass auch ein Mitarbeiter das umsetzen kann. Sonst funktioniert das gar nicht. Der Schulungsaufwand wäre viel zu groß für Mitarbeiter, ihnen alle Regeln beizubringen. Und deswegen gerade das Thema Buchungsautomatisierung, den Prozess zu standardisieren, die gleichen Anfragen darüber abzuwickeln, dass man schnell ein Angebot schreiben kann. Und am Ende der Automatisierung sollte ja das fertige Angebot stehen. Die dritte Kernaussage würde ich sagen, dass Yield Management ein Problemlöser ist. Und jetzt kommen wir drauf, was du gefragt hast. Wir haben Corona-Zeiten gesehen, dass alte Mechanismen nicht mehr funktionieren. Mhm. Mindestbelegung, starre Raummieten und so weiter und so fort verlangen eine gewisse Flexibilität im Preis. Und hier kann man Yield Management einfach nutzen, um genau diese Regeln zu definieren und dem Kunden die Entscheidung zu überlassen, möchte ich unbedingt viele Quadratmeter für wenig Personen haben zu Preis X, bevor ich gar nichts anbiete. Und Corona hat auch einfach gezeigt, dass wir das wandeln müssen. Wir haben ein großes Problem, Personal zu bekommen in der Hotellerie. Mhm. Also auch hier auf der einen Seite möchte ich den Prozess komplexer machen durch das Yield Management. Auf der anderen Seite müssen die Mitarbeiter das auch machen können. Das heißt, auch diese Buchungsautomatisierung und so eine IBE ist in dem Fall ein Problemlöser, weil die Mitarbeiter dadurch mehr oder weniger schon geschult sind. Und einfach die Anforderungen an Tagungskapazitäten sind eine andere. Und hier geben diese Preismechanismen die Lösung oder eine Möglichkeit, sage ich mal, was anbieten zu können. Super, vielen Dank. Gerne. Spannend zu hören und ich wünsche noch einen tollen Tag hier heute. Dankeschön, dir auch. Bis bald wieder. Danke.